Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VI. In der letzten Folge haben wir endlich den Magiemeister umgebracht und dazu auch Gilgamesch gleich miterledigt, was uns den Gilgamesch Magenit eingebracht hat. Und jetzt greife ich Kaktorios an. Dieses Mistvieh hat uns weiß nicht wie oft schon auf dem Gewissen und das reicht. Leviathan eigentlich genau dasselbe. Ist genauso nervig. So, ich werde aber nochmal ein Zelt benutzen, glaube ich. Wir haben ja wieder bei Gilgamesch ein bisschen was an MP verbraucht. Da ist noch 21 Stück da. Sieht gut aus. Oh Mann, ey. Okay, unsere Zustände sind dadurch zwar wieder weg, aber ist erstmal egal. So. Drückt die Daumen. Ich drück sie auch. Oh, wie schön, wir haben einen Präventivschlag. Okay, Doppler. Den macht jeder jetzt. Gut, Edgar. Als erstes Schutzengel. Okay. Und dann Phantom. So. Genau dasselbe. Schutzengel. Und schließlich Esper-Einsatz. Ich will den Kaktor Magneten haben. Oh, scheiße. Wer hat das jetzt... Okay, Moment. Machst du das erstmal so. Morg. Fenrir. Schutzengel. Gegen seine 1000 Nadeln sind jetzt die vielen HP gedacht. So dauert es erheblich länger für ihn, uns damit zu erledigen. So, und Servin, du machst nochmal Doppler auf dich, dann kannst du zweimal den Phantomstoß hinkriegen. So, Schutzengel auf Rellen. Edgar ist noch mit Mitra beschäftigt. Golem hinterher. So, auch du machst nochmal Doppler, Morg. Ich werde dem jetzt keine Chance mehr lassen. So, zweimal Phantomstoß rein. Maximaler Schaden, pretty please. Alrighty. Oh, ist das eine Arschloch-Methode. Ah! K.O.-Schlag ging durch Golem daneben. Gut, Morg. Mach du erstmal einmal Vigor auf uns alle. Dass diese 1000 Stacheln oder Nadeln gar nicht erst so viel Schaden anrichten. Uah, der heilt gut. Dann kannst du nochmal mit Ultima reinhalten. Uah.
Ich glaube, Kämpfe werden jetzt gerade ein bisschen einfach. Stört mich aber gar nicht. Die haben uns so geraped, die Bosse hier. Das haben die verdient, die Behandlung. Ah, ich glaube, der ist Marsch. Ich kann ihn nicht mehr als Ziel anwenden. Der macht automatisch jetzt die 1000 Nadeln noch bei uns. Ah! Die müssen wir jetzt einfach nur überstehen. Alter, wie viel sind denn das jetzt? Das jetzt wie oft gemacht? 10 Mal? Aber der Kaktorios ist besiegt. Ein neuer Tanz, ja. Mock hat in der Wüste gekämpft. Mhm. Wow. Da haben wir ihn. Hier liegt ein Maginit. Kaktor-Maginit erhalten. Boah. So, wo bist du jetzt? Hier. Und wir haben schon alle Zauber gelernt, die der uns beibringt. Aber... fügt allen Gegnern Schaden zu 1000 Nadeln und manchmal... Was manchmal? Macht er auch 10.000 Nadeln? Agilität plus 2. Darum ging es mir jetzt eigentlich beim Kaktor. Goodie. Gut, Relm hat's erwischt, aber was soll's. Besser als ständig selber... es ist besser als dauernd ganz abzukratzen, ne? Was mache ich überhaupt? Wieso heile ich mich mit Vita, wenn ich ein Zelt nehmen kann? Unser nächstes Ziel ist die Fähre in Südfigaro. Der Leviathan ist der nächste auf der Liste. Wie ich schon mal gesagt habe, ich weiß, wo die wohnen. So, Kirin brauchen wir eigentlich nicht. Wir nehmen dafür den Zona Seeker. Der macht wenigstens eine Z-Abwehr. Das hilft gegen die Flutwelle. So. Naja. Das sind richtig viele Bosskämpfe jetzt hier so hintereinander weg. Südfinera? War hier, glaube ich. Ja, hier. So, das holt uns wenigstens schon mal wieder ein paar. Maginite dazu. So, und diesmal machen wir Leviathan platt. Er kann uns mal kreuzweise mit seiner blöden Tsunami-Flutwelle. Los, stechen wir in See. Lernt dann noch einen neuen Tanz, weil er unter Wasser kämpft. Ja, Seeungeheuer, wir werden nach unten gezogen, bla 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 bla. Der kommt jetzt schon mit Tsunami, das Schwein. Was abgezogen. Bei Relm gar nichts, bei Mock nichts. Bei Edgar nur ein bisschen und bei Seven, okay, da hat es ein bisschen mehr, aber hä? Pff, mir egal. Soll's halt nichts groß ziehen. Ist mir recht. So, und dann machst du noch Schutzengel auf dich selber. Wir gehen kein Risiko ein. Leviathan hat uns oft genug Arsch landen lassen. Ich drück mich mal so vulgär aus. Sollte man von mir gewöhnt sein. So, Schutzengel und den Zona Seeker. Goodie. So, Mock, jetzt bist du dran. Du kannst schon mal
nächsten Doppler vorbereiten. So, Mom. Fanware bitte. Wir können sogar ein paar MP sparen, wenn wir einfach nur mit Blitzger auf Leviathan losgehen. Vielleicht ist Ultima noch ein bisschen stärker, aber das dürfte eigentlich auch genug ziehen. So, Edgar. Achso, und Saban, Doppler für dich auch wieder, ne? So, Ren. Zweimal Blitzgar, bitte. Immer drauf. Ja, es geht. El Niño. Kontakt mal, hä? Aua. Ich hab sogar ein bisschen was gezogen, ey. Du kannst deine Blitztag machen. Sogar zweimal hintereinander, wenn ich mich richtig erinnere. Oder aber, da du ein paar HP verloren hast, machst du mal Giga auf alle. Nicht mehr gekämpft. Eieiei. Wir werden schon wieder nervig. Kräftig. Das war's. Leviathan besiegt. Oh, der Max spielt Counter-Strike. Ach, naja. Wenn's Spaß macht. Neuer Tanz. 10.000 Gil. Seid ihr alle in Ordnung? Leviathan ist es nicht. Er hat sich in einen Maginit verwandelt. Alrighty. Du kannst uns jetzt aber zurück nach Südfigaro bringen, denn da steht unser Luftschiff. Okay. Uns fehlt noch die Esper Zelot. Erhalten wir durch den Sieg über alle 8 Drachen. Dann fehlt uns noch Alexander, den kriegen wir durch ein kleines Sidequest mit Sien in der Burg Doma. Dafür ist Sien aber ehrlich gesagt noch nicht trainiert genug. Und die letzte sind 1, 2, 3. Ja, die letzte ist dann Diabolos hier unten. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das wird nichts. Ich habe nämlich gelesen, was man dafür tun muss. Und zwar muss man den Superboss, das stärkste Vieh in Final Fantasy VI erledigen. Und zwar den 9. Drachen, den Imperator-Drache. Und ja, um den überhaupt erstmal erreichen zu können, muss man alle 8 Drachen vorher besiegt haben. Die 8 Drachen werden im Drachenhort dann nochmal auftauchen, stärker als je zuvor. Und erst wenn man die 8 dann nochmal erledigt hat, trifft man auf den Imperator-Drachen. Und der ist das Nonplusultra an Schwierigkeit in diesem Game. Dagegen ist Kefka ein Witz. Ich weiß nicht, ob ich den in diesem LP mache, aber naja, ich weiß es noch nicht. Manche werden jetzt sagen, ach komm, wenn du jetzt schon so weit gekommen bist, kannst du es auch machen, aber ja, ihr habt gut reden.
Los, lass uns mal pennen hier. 80 Geld. Gut. Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Ich hatte eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit eingeplant, aber gut, okay. Der Leviathan, was bringt der uns jetzt eigentlich bei Flut? Aha. Eine gewaltige Flutwelle, die alle Gegner unter sich begräbt, wenn er gerufen wird. Aha. Konstitution plus 2. Okay, ich würde sagen, offscreen werde ich mit dem Kaktor nochmal die Agilität von unseren Vieren hier ein bisschen aufpeppen. Und dann gibt's, wenn ich das alles so ein bisschen weiter stärker trainiere, die HP nicht vernachlässige, ich würde eigentlich sagen, gäbe es keinen Grund, warum ich mich nicht an Imperator Drachen versuchen sollte. Aber das ist noch eine Frage der Zeit und der Lust, ob ich es mache oder nicht. Stürmt Kafkas Turm. Ja, es gibt jetzt eigentlich nichts mehr weiter zu tun, bis auf das Sidequest mit Cian. Wo wir uns Alexander noch holen. Ich schätze mal, der wird dann hier sein. Der Zelob ist dann hier. Und hier ist dann Diabolus. Courage und Flut sollten wir noch lernen. Also könnte ich mir vorstellen, dass das die Angriffskraft noch weiter stärkt. Aber bei Sabin und Edgar hat sich das eigentlich fast schon erledigt. Ich meine, so viel Schaden, wie die schon austeilen. Bei denen sollte ich vielleicht nur HP und MP vielleicht ein bisschen erhöhen. Gut, Leute. Folge ist ein bisschen kürzer als sonst. Einfach nur, weil ich jetzt nichts weiter zu tun habe, als offscreen noch die anderen Teammitglieder zu trainieren. Ja, vor allem Cian, damit wir seinen Sidequest noch machen können. Und ja, wenn wir das abgeschlossen haben, steht Kafkas Turm eigentlich nichts mehr im Wege. Sobald die anderen Charaktere auch alle so alle Zauber beherrschen, die wir besitzen, levelmäßig hochkommen, HP-mäßig hochkommen, Angriff und Magie und so weiter. So wie unsere vier jetzt. Vielleicht werden die auch noch ein paar Level steigen, ne? Ich meine, Edgars und Samins Magie, die ist jetzt nicht sehr dolle. Aber die benutze ich ehrlich gesagt auch kaum. Und wenn, dann nur für Sachen, wo die Stärke der Magie völlig sinnlos ist. Schutzengel und so, ne? Da ist die Stärke der Magie egal, der Effekt bleibt trotzdem derselbe. Vigra, okay. Das könnte durch die Magie noch ein bisschen verstärkt werden bei den beiden, aber... naja, ich habe dafür immer Magier im Team, die eine stärkere Magie haben, also... ist das jetzt nicht unbedingt vonnöten. Agilität werde ich vielleicht eher noch trainieren. Vielleicht sogar noch ein bisschen Konstitution. Wobei ich nicht weiß, was die jetzt wirklich ausrichtet. Aber ist egal. Genug gelabert. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann ja, machen wir uns mit Cian und noch ein paar anderen auf dem Weg zu Burg Doma. Erledigen sein Sidequest, was bestimmt auch wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, so wie ich es gehört habe. Es ist kein allzu kleines. Aber ist egal. Wir wollen Alexander haben, oder? Bis zum nächsten Mal dann. Tata!